Hallo zusammen. Heute geht's um den Gliedermaßstab. Hat jeder Schreiner immer dabei. Was kann ich also mit dem Gliedermaßstab alles messen? Eigentlich so gut wie alles. Zum Beispiel eine einfache Länge abmessen. Das geht wunderbar. Ich kann natürlich auch Lichtmaße messen, zum Beispiel von dem Korpus. Einfach zwischen die Seiten halten, ablesen, fertig. Ich kann das Metermaß auch als Streichmaß missbrauchen. Halte mir mit meinem Finger das ungefähre Maß an, was ich will. In dem Fall 2 cm zum Beispiel. Und zack, ziehe einen Strich von 2 cm Abstand. Was ist jetzt aber, wenn ich auf der Baustelle bin und mal gerade einen 45 Grad Winkel brauche? Für diesen Fall haben wir hier bei unserem Meter, also ist natürlich von Meter zu Meter unterschiedlich, aber bei unserem gibt es das, der hat hier eine Skala hinten drauf, eine Winkelskala. Da stelle ich mir einfach meine 45 Grad ein, gehe an mein Material damit und reiße mir dann mit meinem Bleistift einfach die 45 Grad an. Und schon habe ich meinen Winkel. Fertig. Das sind so meine Tipps und Tricks zum Thema Gliedermaßstab. Falls ihr noch welche habt, lasst sie mich gerne wissen. Würde mich interessieren, denn man kann nicht alles wissen. Also, bis zum nächsten Mal. Oh, Gott sei Dank, Feierabend.